Das war Wahnsinn. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Es hat geschneit. Das Malheur war, dass dieser Regen den Schnee wahnsinnig schwer gemacht hat. Wir haben durch den Betriebsausfall hohe Kosten. Die Feuerwehr hat optimal geholfen hier. Für jeden ist es eigentlich einfach, dafür Sorge zu tragen, dass es nicht zu Katastrophen kommt. Jetzt bitte, dass es aufhört zu schneien. Ihr Heim ist vielen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen Ihnen, dass es oft einfach ist, ein Gebäude vor Schaden zu bewahren. Ein Dach muss je nach Standort und Dachneigung ein bestimmtes Gewicht an Schnee aushalten können, die sogenannte Schneelast. Je höher ein Gebäude liegt, umso mehr schneit es in der Region und umso höher sind die vorgeschriebenen Grenzwerte. Schneelast hat nicht unbedingt etwas mit Schneehöhe zu tun. Pro Quadratmeter wiegen 10 cm Pulverschnee ca. 10 kg. Genauso viel wie 2,5 cm Nassschnee und eine gerade mal 1 cm dicke Eisschicht. Mit den vorgeschriebenen Normen schützt man sein Dach nicht unbedingt vor extremen Wetterlagen wie bei einem Jahrhundertunwetter. Ein Risiko bleibt also, dass man sein Dach aktiv vor Schäden bewahren muss. Ein weiteres Problem: Der Wechsel von Frost- und Tauwetter lässt vor allem bei Flachdächern eine Schichtung aus Eis und Schnee entstehen. Wegen der geringen Schneehöhe werden diese Sandwiches oft als viel zu leicht eingeschätzt. Eine solche Mischung aus Schnee, Eis und Wasser brachte ein Dach der Firma Europlast im österreichischen Dellach zum Einsturz. 11 Stunden lang bog sich ein Dachträger so weit durch, dass er schließlich brach und die Halle plötzlich ohne Dach war. Ja, das Gefühl war natürlich deprimierend. Man glaubt, man hat etwas Perfektes gebaut, man hat alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten und dann auf einmal passiert so etwas, also das ist man schon sehr, sehr verwundert. Und wenn man so einen Betrieb, und ich habe den aufgebaut, wenn man dann sieht, dass da Teile so herunterbrechen, dann tut das weh und bereitet einige schlaflose Stunden und Nächte. Doch was kann ich tun, um ein Dach vor Schneelastschäden zu bewahren? Die wichtigste Voraussetzung ist natürlich, dass das Haus normgerecht gebaut und gewartet wird. Allerdings ist die Sicherheit eines Gebäudes nur für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren gewährleistet. Darüber hinaus muss man davon ausgehen, dass sich das Risiko, dass eine Alterung und damit auch eine Schädigung der Gebäude einsetzt, sich erheblich erhöht. So stürzte auch 2006 die Bad Reichenhaller Eissporthalle vor allem wegen der alternden Dachstruktur ein. 15 Menschen starben. Für alle Gebäude, egal wie alt, beginnt die Vorsorge nicht im Winter, sondern bereits im Herbst mit der Kontrolle der Regenrinnen und Abflüsse. Die Dachrinne muss frei sein, damit, wenn der Schnee taut, dass das Wasser ohne Probleme abfließen kann und wir nicht einen Rückstau haben und zusätzliche Lasten auf das Dach kriegen, wofür die Dächer nicht berechnet sind. Oft kann man schon am Klang der Fallrohre den Zustand der Regenrinnen erkennen. Klingt sehr dumpf und die muss dringend gereinigt werden. Das ist ein klingender Ton, die Dachrinne ist völlig frei und funktionstüchtig. Im Winter sollten Sie nicht nur Ihr Dach, sondern Decken, Fenster und Türstöcke im obersten Geschoss im Auge behalten. Wenn schon Risse oder übermäßige Durchbiegungen oder Verschiebungen auftreten, dann sollte man sich an fachkundige Personen wie zum Beispiel Statiker wenden. Die tatsächliche Schneelast sollte von einer bausachkundigen Person bewertet werden. Er entnimmt dazu aus der Schneedecke auf dem Dach eine Probe, die gewogen wird. Daraus lässt sich nun das Gewicht des Schnees pro Quadratmeter berechnen. Dieser Wert wird mit der zulässigen Maximallast im Standsicherheitsnachweis der Dachkonstruktion des Hauses verglichen. Ist die Maximallast nahezu erreicht, sollten Sie das Dach am besten von Fachkräften räumen lassen, zum Beispiel vom Dachdecker. Eine sehr kleine Investition verglichen mit den Kosten eines eingestürzten Hausdachs. Man muss besonders aufpassen auf den Dächern, weil es sehr gefährlich ist mit den Dachfenstern, Solaranlagen. Und wenn man auf eine Dachluke rauftritt, kann man drin im Wohnzimmer stehen zum Beispiel. Das ist sehr gefährlich. Bei Flachdächern gilt, den Schnee streifenweise in abwechselnder Richtung räumen. Oft reicht dies als Entlastung des Daches bereits aus. Den Schnee nicht auf Dachteilen anhäufen. Hier entstehen Überlasten. Und Vorsicht bei Kuppeln, Dachübergängen oder Blitzableitern. Unter der Schneedecke lauern gefährliche Stolperfallen. Achten Sie also immer auf Ihre eigene Sicherheit und die Stabilität Ihres Daches. So wird Schneelast nicht zu einer Gefahr für Sie und Ihr Gebäude.